Sadhguru, was ist mit den Vorsätzen für das neue Jahr? Was sollen wir uns vornehmen? Ich habe mir viele Vorsätze gefasst und es hat nicht geklappt. Was soll ich also tun? Wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, musst du nicht mit etwas aufhören. Was du brauchst, ist kein Vorsatz, etwas krampfhaft zu verändern. Nun, da morgen das neue Jahr beginnt, denken die Leute immer daran, einen Neujahrsvorsatz zu fassen. Ich werde dies im neuen Jahr tun, ich werde das im neuen Jahr tun. Das hält bis zur Mittagszeit am 1. Januar an. Bei den etwas Entschlosseneren hält es ein paar Tage an. Aber die meisten geben bis Ende Januar auf. Neujahrsvorsätze werden vergessen, weil sie alt sind. Das Jahr ist bereits einen Monat alt. Wie kannst du über Neujahrsvorsätze sprechen? Das ist vorbei. Es galt nur, als es neu war. Brandneu. Also diese Neujahrsvorsätze. Es geschah einmal, dass Shankaran Pillai einen Neujahrsvorsatz fasste, dass er mit dem Rauchen aufhören würde. Er sagte jedem, den er kannte, ich höre mit dem Rauchen auf. Am ersten Abend haben viele Leute das, was man eine Erholungsparty nennt. Sie sind um 12 Uhr mittags aufgewacht. Jetzt müssen sie sich von der Party erholen. Also gibt es eine Erholungsparty. Es gibt Leute, die Experten darin sind, Vorschläge für die Erholung zu machen, welche Art von Drinks man zu sich nehmen sollte. Er ging also zu dieser Party und sagte dann einem seiner Freunde, gib mir eine Zigarette. Er sagte, oh, ich dachte, du hättest aufgehört. Er sagte, habe ich. Nur das ist die erste Phase. Was meinst du damit? Was ist die erste Phase? Er sagte, ich habe aufgehört, sie zu kaufen. Phasenweise Umsetzungen, weißt du? Also verschiedene Dinge. Die Leute fragen mich immer, Sadhguru, was ist mit den Neujahrsvorsätzen? Was sollen wir uns vornehmen? Und ich habe mir schon viele Male etwas vorgenommen und es hat nicht funktioniert. Also was soll ich tun? Du solltest keine Neujahrsvorsätze fassen. Weil du nicht entscheiden kannst, was du tun wirst, angesichts eines bestimmten Datums. Wenn du etwas Veränderung in deinem Leben erreichen willst, sagen wir, etwas muss sich verändern, sagen wir, du willst mit dem Rauchen aufhören, oder du willst aufhören, in der Nase zu bohren. Nein, nein, ich sage das, weil ich ein Gespräch mit einigen Spitzenpsychiatern in Großbritannien hatte. Und sie sagten mir, dass Nasenbohren eine der klassifizierten Krankheiten in der Psychiatrie ist. Nasenbohren. Gerade kommst du noch nicht einmal dran. Du hast eine Maske, du kommst gar nicht mehr ran. Nachdem sie das Stäbchen eingeführt haben und das mit dir gemacht haben, willst du deine Hand gar nicht mehr in die Nähe bringen. Also, mit was auch immer du aufhören wolltest, du musst mit gar nichts aufhören. Alles, was du tun musst, ist, dass du von zwanghaften Verhalten zu bewussten Verhalten übergehst. Wenn du bewusst werden willst,
musst du ein gewisses Gefühl der Ausgelassenheit in dir haben. Eine gewisse Freude in dir. Hast du bemerkt, dass du, wenn du glücklich bist, auf viele Zwänge verzichten kannst? Du bist sehr glücklich. Normalerweise sitzt du nur auf diesem Platz. Du bist sehr glücklich. Jemand schubst dich. Es ist okay. Wenn du unglücklich bist, können wir dich dann schubsen. Wenn du unglücklich bist und wir dich schubsen, bist du wie eine Bombe. Du wirst explodieren. Wenn du glücklich bist, können wir dich herumschubsen. Deshalb halte ich die Leute glücklich. Denn wenn sie glücklich sind, kann man sie herumschubsen. Das ist okay. Nichts ist absolut. Alles ist okay. Wenn sie unglücklich sind, verhalten sie sich wie Betonklötze. Sie können nur so sein. Was du also brauchst, ist kein Vorsatz, etwas krampfhaft zu ändern. Was du brauchst, ist Bewusstsein. Wie komme ich dahin? Nun, du musst daran arbeiten, deine Energie auf ein höheres Niveau der Überschwänglichkeit zu heben. Wenn du ein wenig überschwänglicher bist, wirst du auf natürliche Weise bewusst sein. Wenn du das Leben als sehr angenehm erlebst, wirst du bewusst sein.